Stars up above me, stars in my eyes, fire below me, starting to rise. I'm my own captain, hanging on tight tonight. Pointless to try and turn back the time. I've never been this old in my life. Load up my spaceship, tear through the sky. I might leave regrets and wishes and hopes and belts and wondering what would happen. Think I'll leave it all behind. I don't wanna wait. Hallo und grüß euch, da ist wieder der Markus Burkhardt. Schön, dass ihr dabei seid. Heute, ich lade euch ein, geht's mit mir eine kleine Runde durch den Garten und entdeckt vielleicht mit mir gemeinsam unsere wunderbaren heimischen Wildpflanzen oder Wildkräuter, die ja großteils völlig von alleine in unseren Gärten wachsen. Viele schätzen sie. Manche fürchten sie, die wollen es überhaupt nicht haben, weil wir, glaube ich, vergessen haben, wie wichtig diese Pflanzen sind. Die können einerseits super Nahrungspflanzen sein, andererseits sind es lang geschätzte Heilpflanzen und gleichzeitig, wer diese Pflanzen gedeihen lässt und schätzt, der macht wirklich was für die Biodiversität und für unsere Insekten. Kurze Durchsage, leider haben wir ein bisschen Tonprobleme gehabt. Wir sind erst am Schluss drauf gekommen. Okay, ist so. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Es ist nicht ganz so schlimm. Die hin und wieder bei uns vorbeischauen, werden das wahrscheinlich eh wissen. Das war einmal ein Gemüsegarten. Aber es ist wirklich momentan ein Wahnsinn. Irgendwann wird das wieder kommen. Aber was ich vorausschicken wollte, das habe ich nämlich vorher vergessen. Das wissen, glaube ich, doch einige vielleicht nicht, oder es ist einem nicht so bewusst, oder eher wird es vielleicht, Wildpflanzen werden sehr viel auch ein bisschen gefährlich angesehen. Man weiß nicht genau, sind es giftig, wenn man zu viel erwischt, was darf man überhaupt essen. Fakt ist jedenfalls, dass ganz viele von denen, die bekömmlich sind, auch durchaus medizinisch oder arzneilich genutzt werden, weil sie eben so viele und auch so kräftige Inhaltsstoffe haben. Und wir in der Küche machen uns das einfach zunutze, weil ich finde, geschmacklich sind sie viel, viel stärker oft. Manche sind mild, je nachdem, aber ausgeprägter irgendwo vom Charakter her als viele Zuchtsorten. Und bei den Zuchtsorten hat man natürlich immer versucht, einen angenehmen, milden Geschmack herauszuselektieren. Und die Wildkräuter haben das nicht. Die haben den Geschmack noch viel unverfälschter. Und gleichzeitig sind aber diese Inhaltsstoffe noch in total hoher Konzentration drinnen. Das heißt, ganz viele Wildkräuter sind einfach unseren gezüchteten Gemüse- und Salatpflanzen wesentlich überlegen. Da ist viel mehr drinnen wie in einem Kopfsalat oder so irgendwas in die Richtung. Und hier, das war wirklich ein schönes Erlebnis. Ich bin da mal raus vor 2 Wochen oder so. Es war auch ähnlich ein schöner Tag wie heute. Und es war wirklich komplett voll mit Wildbienen, die da gesammelt haben am Ehrenpreis. Das dürfte ein persischer Ehrenpreis sein. Ich glaube, ihr kennt den alle. Und mit dem starten wir. Das ist unsere erste Pflanze, ist der persische Ehrenpreis. Diese Ehrenpreise sind oft gar nicht so beliebt, weil es eben für viele Menschen, der wächst ja überall hin, wie so ein Krake, krabbelt da überall rein, ist aber völlig harmlos, tut jetzt auch nichts verdrängen und es ist, finde ich, eine der entzückendsten und liebsten essbaren Dekorationen, die man machen kann, wenn man die Muße hat. Ich habe es probiert, ich habe es nicht, ich schaffe es nicht mit der Schere, ich habe es einfach abgerissen, aber das auf ein Butterbrot oder über den Salat drüber streuseln, das Kraut ist ein bisschen herber von Geschmack und wieso ich ihn auch so liebe, sind eh schon wieder da. Bienen schätzen ihn wirklich sehr. Er dürft wirklich guten Nektar abgeben. So klein diese Blüten sind, ist wirklich für die Tierwelt super. Ich finde, eine völlig unproblematische Pflanze, die man echt super nutzen kann.
muss eigentlich keinen Schritt gehen, da vor mir, wo eigentlich dazwischen die Erdbeeren drinnen sind, kommen wir jetzt eh schon, ist der Gundermann. Von vielen ein bisschen gefürchtet, ich kann mich noch erinnern, so in meiner Zeit als Gartengestalter, das hat manche rasend gemacht, wenn der Gundermann dann in den Rasen gekrabbelt ist. Das macht er wirklich hervorragend. Es läuft für ihn wie am Schnürchen, könnte man sagen. Der bildet so ganz lange Schnüre, die kann man auch dann irgendwie so rausziehen, diese Schnüre. Und der bewurzelt sie dann eigentlich immer wieder, wenn er aufliegt, und so geht das halt weiter. Aber in der Küche wirklich ein super Kraut. Benutzt es den. Der ist vom Geschmack auch mild. Vielleicht die Blätter sind durchaus ein bisschen herber. Ich nehme sowas ganz gern hin und wieder her, wenn ich drauf denke, in eine Eierspeise zum Beispiel, ein bisschen fein hacken. Die Blüten kann man dann extra am Schluss dazugeben. Aber auch für Salate. Wir geben es heute einfach in den Salat. Er liebt nährstoffreiche Böden. Man soll sich wirklich nicht fürchten von ihm. Aber man muss wissen, es ist eine kräftige Pflanze. Im Staudenbeet, wenn man zu viele, vielleicht schwache Pflanzpartner hat, der verdrängt es natürlich, weil er einfach kräftig ist. Aber dem muss ich euch jetzt sagen, er liebt Komposthaufen, nährstoffreiche Erde, wie das beim Komposthaufen ausschaut. Jetzt haben wir da Komposthausen, das ist eh lustig, da ist der Ehrenpreis schon wieder üblicher Verdächtiger auf nährstoffreichen Böden. Und zack, hier wächst er. Er wartet förmlich aufs Ernten für den Salat. Der Gundermann, echt cool, wie er ihm das taugt, da kann man wirklich schön runternehmen, ist auch eine der absolut besten frühen Bienenweiden, speziell auch für Hummeln. Hummeln lieben den sehr, Hummeln, Wildbienen, Honigbienen. Also habt wirklich eine super Pflanze, wenn der bei euch wächst. Freut euch auch, wenn er im Rasen ist, da stört er ja gar nicht. We could drive along an ocean reflecting the sun or make a bed of green. Wie viel sind wir heute beim Essen? Wie viel haben wir? Lea, ich, du? Vier große, genau. Große. Okay, also vier. Brauchen wir eh ganz schön eine Menge. Jetzt holen wir uns unten noch Blüten, da sind nicht so viele Blüten, da war eher das Kraut ist ein bisschen herber. Jetzt haben wir noch Blüte rein, für die Mädchen, eine essbare Deko. In the top of wide open scene, under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you. Für das, dass ich kein Gemüsegarten habe. Kommen wir sehr gut voran. Ich sehe schon wieder was. Eine herrliche Pflanze wirklich für die Küche, aber auch sehr gesund. Das ist der Günsel. Lala, weg, weg, das ist unser Salat. Der Günsel ist wirklich ein Traum. Nicht nur für Hummeln. Hummeln lieben ihn sehr. Hummeln, Frühlingspelzbienen, er blüht ja sehr früh. Aber er ist wirklich auch heilkräftig. Speziell, wenn man zum Beispiel so Entzündungen hat im Rachenraum, im Mundraum, kennst du den nehmen. Er ist aber schon kräftig vom Geschmack, also wirklich herb, so ein bisschen Chicorée-artig. Aber wir werden den so ein bisschen würzartig dazugeben, weil ich finde, er macht so ein ganz ein besonderes Aroma. Und wir machen sowieso einen Mischsalat. Ich haue da 10 verschiedene Sachen rein und dann stört das gar nicht. Und diese blitzblauen Blüten, das ist doch... Das ist ein Wahnsinn, oder? Das ist auch eine unglaubliche Essdeko. Also wenn ich mir vorstelle, sowas in einen Kräutertopfen, Kräuterquark. Man könnte auch natürlich das fein zerhacken, ein bisschen mit dem Laub. Ich würde jetzt einmal sagen, so bis Anfang Sommer ist das sicher sehr bekömmlich. Zum Beispiel in irgendwelche Erdäpfelleibchen wäre was Feines. Wie sagen die Deutschen zu Fleischlaval? Buletten! Buletten! In die Buletten kannst du das reingeben. Wirklich ist was Gutes. Schauen wir mal, wie bitter denn das Ding wirklich ist. Harmlos. Ein bisschen wie ein Löwenzahn von mir aus. Man kann auch Breiumschläge damit machen, wenn man ein bisschen ein WW zum Beispiel hat. Ist ja entzündungshemmend, antiviral, antibakteriell. Also hat wirklich eine gute Heilkraft und kann man vielfältig einsetzen, aber eben auch in der Küche und wieder wirklich absolut zu Unrecht nicht geschätzt im Rasen von vielen Menschen. Das ist eine der wenigen Pflanzen, die relativ sich eigentlich gut erhält, auch wenn es gemäht wird, immer wieder mal versucht zumindest durchzukommen. Lasst dann einfach Bereiche, wo es nicht mäht, oder ihr könnt schon mähen, aber nicht so oft, und dann habt ihr den Günsel dort und verwendet es den. Ist wirklich super. Und dann mal ausprobieren, wenn man sich vielleicht so eine offene, oberflächliche Schürfwunde macht, man da so einen kleinen Quetsch, 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 die Blätter und legt sie das drauf.
is how it would begin. For summer is for falling in love. Er ist gerade schon beim Ausblühen. Er ist noch ein bisschen milder, wenn er noch nicht blüht. Mir ist das egal, kommt trotzdem eine. Ist mild, nussig. Wir brauchen jetzt eh was ein bisschen zum Strecken, weil das waren alles sehr kräftige Sachen. Er ist wirklich hervorragend, kann man alleinig aus Salat natürlich machen. Ihr könnt den für Füllungen nehmen, für irgendwelche Gemüsestrudel, von mir aus auf eine Pizza, alles Mögliche kann man machen. Ich finde auch, dass die Blüten, sind eigentlich so unscheinbare blassblaue Blütchen, interessanterweise gabelt er sie meistens zweimal, ist eigentlich ein Baldriangewächs. Die blassblauen Blüten ist auch ganz eine nette Deko, ist wirklich ganz was Kleines, Zartes. Wieso nicht, kann man mal auf ein Brot draufgeben. Ich nehme sie jetzt zum milder machen der anderen relativ kräftigen Wildkräuter. We could stay out late until the sun sets past eight. Das ist halt das wirklich das, was mich so begeistert, wenn man viele heimische Wildpflanzen im Garten hat, dann kehren auch wirklich die Wildbienen zurück, völlig ungefährlich. Das heißt, ich kann da in unmittelbarer Nähe sitzen und beobachten. Und wieso sind die so wichtig, wissen ganz viele Menschen nicht. Sind unglaublich wichtige, perfekte Bestäuber, extrem fleißig, den ganzen Tag sind sie unterwegs. Und wer die hat, hat natürlich dann auch selbst was davon, nämlich eine super Ernte bei euren Obst- und Gemüsepflanzen. Wahnsinn! Wahnsinn. Da geht's zu. Aus und ein und aus und ein. Wir machen das jetzt eigentlich oder beobachten das jetzt schon einige Jahre und jedes Jahr müssen wir eigentlich diese Nisthilfen auch erweitern, die werden gestürmt. Und es ist heuer auch im Garten ganz, ganz extrem viel los. Jetzt zum Glück, endlich wird es warm. Und man kann, könnt es gerne einmal reinschauen in den Shop, ob euch sowas gefällt. Wir machen die direkt da bei uns im Ort. Die macht uns der Andi, unsere Nisthilfen. Ihr könnt euch aber auch selber was basteln oder mit euren Enkeln oder mit den Kindern. Solche Nisthilfen kann man selbst fertigen, zum Teil ganz einfach. Und das wäre eben das Wichtige, dass die Bienen einen Lebensraum haben, wo sie einerseits Pollen sammeln können bei unseren heimischen Wildpflanzen großteils und dann eben auch Möglichkeit haben, wo sie brüten können in der Erde oder man stellt solche Nisthilfen auf. Die werden sehr, sehr gern angenommen und man hat dann selbst wirklich den Genuss, diese wunderbaren Lebewesen da beobachten zu können. By the way, weil es gerade sieht, das war ein schöner, dichter Feldsalatbestand. Er ist mittlerweile abgeerntet und gegessen. Immerhin das Gänseblümchen, da sagen wenigstens noch fast alle so lieb. Es ist ja wirklich auch so lieb und auch so super. Wenn man eben ein kleines Aua hat, speziell bei Kindern, kann man eben diese Blätter ein bisschen zerquetschen, drauflegen. Hat eine wundfördernde Wirkung, ist insgesamt wirklich sehr, sehr gesund, interessanterweise. Also nicht nur lieb, sondern auch sehr gesund und hält unglaublich viel aus. Mag eben diese eher nährstoffreichen Böden, wie man sie oft im Rasen oder in Wiesen hat. Das hält das auch aus, wenn es regelmäßig gemäht wird, unglaublicherweise. Also wirklich freut euch, wenn ihr die Gänseblümchen habt. Könnt jetzt auch dran denken, sogar Gänseblümchensamen zu ernten und im Winter auf der Fensterbank anzusehen, hat man einen super Jungsalat zum Ernten, also eben sehr gesund, sehr viele Inhaltsstoffe, unglaublich viel Vitamine, Mineralstoffe, Seifenstoffe, wesentlich mehr als gezüchtete Salatsorten, kommt natürlich in den Salat. In dem Fall, glaube ich, werden wir es ein bisschen aus Dekoration nehmen. Ist aber auch ganz nett, sowas einmal zum Beispiel eben in eine Eierspeise reinzugeben oder auf ein Butterbrot. Schaut einfach lieb aus. Heute muss ich mich echt nicht bewegen, kommt mir vor. Da haben wir schon den nächsten, der Sauerrampfer. Generationen von Kindern erfreuten sich am Geschmack. Die Erwachsenen vergessen es dann oft oder trauen sich nicht mehr. Ist ja wirklich köstlich. Blatt abreißen, essen. Übrigens, seit der Antike, wirklich ist der Sauerrampfer sehr, sehr geschätzt. Zumindest weiß man, dass es seit der Antike, wahrscheinlich jetzt noch weiter zurück. Vor allem in Suppen hat man das sehr gern hergenommen, weil er hat ja so eine
eine gute Säure, deshalb auch Sauerampfer. Also wird er in Suppen sehr gern verarbeitet, gibt es unzählige Rezepte, also Lokalrezepte für den Sauerampfer. Und er ist eben dann gut, wenn man speziell vorhat, nachher etwas zu schlemmen, also so schwere, fettreiche Speisen. Sehr gut für die Verdauung, für die Gallensekretion. Also da tut man dem Körper wirklich auch was Gutes. Man würde ihm noch mehr was Gutes tun, wenn man nachher nicht so schwer isst. Aber ihr könnt es zum Beispiel auch aus den Stängeln, schauen eh irgendwie ein bisschen ähnlich aus, wie ein Rhabarber könntest du das auch hernehmen, zum Beispiel für einen Kompott. Oder das wäre einmal cool, habe ich auch noch nicht gemacht, aber ist auch wirklich einmal nett für so einen Kuchen. Wenn man den Kuchen, Rhabarberkuchen, könnte man das auch mit Sauerampfer machen, aber auch für Eintöpfe, für Soßen, für Kräuterquarks. Kräutertopfen, solche Dinge, also ganz vielseitig verwenden. So, jetzt nehmen wir das. Und genau, ich habe es fast vergessen, ist eine, man glaubt es nicht, ist eine der wichtigsten heimischen Raupenfutterpflanzen für Schmetterlinge. Schmetterlinge legen ganz, ganz gerne, also sehr viele Arten, die Eier auf unsere Sauerampfer. Und wir essen es einfach ganz gerne. Ich bin gerade 7 Jahre. Und laufe über die Wiese. Boah, ist das gut. Der hat ja so schöne, so pfeilförmige Blätter, so ganz, ganz typische der Sauerampfer. Wie so, wie ein Drachenschwanz, gell, schaut das aus. Schöner Pfeil. Die Taubnesseln. Taubnesseln, extrem wichtig. Frühe Blüte für Wildbienen, Hummeln, Honigbienen, aber auch eine sehr, sehr wichtige Nahrungs-, aber auch eine super Gesundheitspflanze, seit alters her geschätzt, kann man eben super in Teemischungen reingeben. Sie hat ein nussiges Aroma, würde ich sagen, ein mildes nussiges Aroma. Das heißt, wir können das sehr, sehr gut da dazu mischen in den Salat rein. Es kennt da, es gibt so viele Rezepte für Taubnesseln, kann man eben sie wirklich da ein bisschen einmal mit Büchern eindecken oder einfach einmal googeln, was es da alles gibt. Ich gebe es eben ganz gern hin und wieder einfach in den Salat rein, weil diese Blüten ja auch so lieb sind. Und gerade die Triebspitzen oben, dieser obere Teil, das kann man das ganze Jahr essen, ist eigentlich immer mild, ja, und schaut halt wirklich entzückend aus. Extrem reich übrigens an Inhaltsstoffen. Bei Rheumagicht ist das ein Thema. Entzündungshemmend, auswurfsfördernd, deshalb wird es eben in Tees benutzt. Also wirklich auch eine sehr, sehr gesunde Pflanze. Übrigens auch die Taubnessel kennt, die Samen sammeln und im Winter wieder auf der Fensterbank ausstreuen. Oder, so wie bei mir auch wieder viele offene Stellen, ist das immer super, weil die ist so pionierartig, die ist sehr schnell da, macht eine wertvolle Blüte und ist nie lästig. Das ist der kleine Wiesenknopf, wächst bei mir immer schon, ist wild da in der Gegend und gibt es in vielen Rezepten, ich glaube so Suppenrezepte habe ich sogar von euch mal zugeschickt bekommen. Danke an dieser Stelle. Übrigens, das wird da gut passen. Schreibt wirklich eine rein in die Kommentare, was das Zeug hält. Was sind eure Erfahrungen? Vielleicht habt ihr irgendwelche Omas Geheimrezepte oder Opa. Auch Opas kochen gut, so ist es ja nicht. Und das wäre natürlich nett für andere zum Nachlesen oder wenn wer ein gutes Buch weiß, ich gebe eben unten Links, wie gesagt. Aber ich brauche jetzt ein bisschen Masse in den Salat, weil wir sind ja 4 Leute. Nicht, dass es dann heißt, ich war zu geizig mit dem Salat. Das wollen wir nicht. Deshalb kleiner Wiesenknopf, sehr gesund, sehr bekömmlich, ganz ein eigener charakteristischer Geschmack. Wenn man den einmal gegessen hat, den merkt man sich, den Geschmack. Ist, finde ich, sehr, sehr passend für einen Salat. Nächste Pflanze ist ganz lustig, weil sie ist sehr häufig bei mir, sind eben diese nährstoffreichen Böden. Der Pippau, Wiesenpippau, schaut eher ein bisschen aus wie ein Löwenzahn, ein bisschen höher von der Blüte. Sieht sie überall aus, wird jetzt aber nie irgendwie lästig. Wenn es dann zu viel werden, kann man sie hin und wieder ausreißen oder essen. Er ist allerdings wirklich bitter. Da ein bisschen aufpassen, nicht zu viel nehmen, ist aber sehr gesund, weil alles, was bitter ist, regt ja immer die Gallensekretion an. Der Magen tut mehr Säure produzieren. Das ist immer gut. Also alles, was Verdauung ist, wird von Bitter meistens sehr gut unterstützt. Deshalb meinen ja viele, es wäre gar nicht schlecht, wenn man den Salat ein bisschen vorher essen würde, vorm Essen, weil dann ist das Ganze schon ein bisschen angeregt. Man könnte auch, das wäre vielleicht ein bisschen ein Spezialtipp, was auch übrigens beim Löwenzahn zum Beispiel machen könnt,
ein Brett drauflegen oder irgendeine kleine Plane oder was ihr bei der Hand habt, nicht zu fest natürlich, weil dann wächst er da unter dem Brett weiter und ist aber weiß und dann hat er diese Bitterstoffe nicht oder kaum, so macht man es ja beim Chicorée zum Beispiel, bei den Zichorien. Aber ich nehme ihn einfach so, ich werde nicht viel nehmen, werde den fein hacken in dem Fall und dann in Salat reinstreuen und dann schauen wir, ob wir noch essen können. Wem das immer noch zu bitter ist, der könnte theoretisch auch das Ganze auswässern, also einfach in Wasser geben, 1-2 Stunden, dann gehen die Bitterstoffe raus. Ich finde, ich würde eh drinnen haben und nehme die einfach dann weniger von der Dosierung. Kann man einen Test machen? Das ist handig. Das ist handig. Das ist gesund. Ich spüre schon richtig, wie meine Galle richtig anfängt zu arbeiten. Okay, Alena, du kostest den Wiesenpipau. Zack. Einschätzung? Bitte. Na, ja. Keine Ahnung. Irgendwie mit dem Zöhn, das hat nicht so hingehauen. Ich glaube, wir haben jetzt Nummer 10, glaube ich. Wir haben leider wieder mal nicht mitgezählt, egal. Ich brauche jedenfalls was. Ihr seht es eh, da werden wir ja nicht viel nehmen, da nehmen wir 2-3 Blätter vielleicht. Ich brauche was zum Strecken, was Masse hat, was gut ist, was gesund ist und was mild ist vom Geschmack. Man folge mir. Jetzt brauche ich noch ein bisschen was, was schnell geht zum Pflücken, zum Ernten und was ein bisschen einen Biss hat. Und da haben wir wirklich eine wunderbare heimische Pflanze, nämlich der Wiesen- oder Schlangenknöterich. Kennen, glaube ich, viele von euch. Denkt an so Pflanzen, die gerne in der Nähe von Bächen oder in feuchten Wiesen wachsen und im Sommer kriegst du dann so rosarote Bürsten um, so Flaschenputzer oder Pfeifenputzer. Das sind diese Knöterich und das wissen, glaube ich, sehr viele Menschen nicht, dass die wohl bekömmlich sind. Ich finde, es ist wirklich eigentlich wie ein Salat vom Geschmack her, sehr mild, angenehm, feines Aroma. Also man kann wirklich den aus Salat hernehmen. Wir dann das auch oft, dass wir nur den salatmäßig hernehmen. Du kannst aber auch verschiedenste, von Püree angefangen, vielleicht Spinat wäre gut. Man könnte aus Fülle reingeben in irgendeinen Gemüsestrudel und so weiter. Ist recht gesund, hat viele Gerbstoffe. Gerbstoff ist immer gut. Arzneilich wird zwar eher die Wurzel genutzt, das war auch mal interessant bei Durchfällen oder wenn man so Entzündungen im Mund hat. Aber eben das Kraut selbst ist auch sehr gesund und wirklich braucht man nur kosten, merkt man sofort, ist wie ein Salat, ganz mild. Gut. Gut ist natürlich, wenn die Blätter nicht zu alt sind, das könnt ihr mal sicher machen, so bis in Juli eine oder was. Wenn man es erntet, er treibt ja dann auch wieder durch. Also ihr könnt es dann eh wiederum ernten. Wir haben halt da sehr viel und dann sucht man sich halt eher die jungen, schönen Blätter aus. Das ist gleich ein bisschen Masse. Das braucht man. Ich finde das gerade für vielleicht Anfänger eine ganz reizende Art und Weise ist, sich mit dem Thema unserer heimischen Wildpflanzen auch auseinanderzusetzen. Natürlich wäre es wichtig, wenn man die, die man brockt, auch kennt. Deshalb finde ich, ist der eigene Garten da immer ganz gut, weil da ist man ja, hat man eine gewisse Sicherheit, man kennt die Pflanzen mit der Zeit. Wenn man spazieren geht, muss man es einfach wirklich hundertprozentig wissen und ein bisschen aufpassen. Es gibt ja zum Teil welche, die auch streng geschützt sind, macht auch keinen Sinn. Oft erlebe ich es dann, dass man vielleicht was mitnimmt, weil man sich denkt, ah, okay, super interessant. Und dann traut man sich daheim nicht mehr, dass man es isst. Weil man sich da nicht so sicher ist, das macht natürlich auch keinen Sinn. Also im eigenen Garten könnt ihr da wirklich aus dem Vollen schöpfen und euch mit den Jahren da ein super Wissen aneignen und eben gleichzeitig, finde ich so schön, macht man auch wieder die Brücke zur Unterstützung von unseren Wildbienen, Schmetterlingen, Käfern und so weiter. Also verschiedenste Insekten profitieren einfach von diesen Wildpflanzen so ungemein und natürlich auch wir, weil es eben gesundheitlich so wertvolle Pflanzen sind. Aber jetzt ist genug gequasselt, jetzt werden wir den Salat noch abmachen und dann werden wir den dazu essen. Dann hoffe ich, dass er uns schmeckt. Tender and kind, built over time, this is my love for you. Steady and pure,
patient and sure, this is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day, let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down, I'll cherish the one I found, if this is my love. August summer breeze blows outside as the wayfaring daughter arrives. You left us for so long, but you're here now. We can't hide the tears in our eyes. Wer wissen möchte, wie man so eine schöne, entzückende, natürliche Tischdeko macht, der schaut vielleicht einmal rein bei Kusis Deko-Tipps. Das ist nämlich auch meine äußerst entzückende Frau. Und die macht eben solche schönen Dekorationen, viel mit natürlichen Materialien. Like the sunrise, you light up our lives. You were just a child. Ich hoffe, ich konnte vielleicht die eine oder den anderen ein bisschen motivieren, einfach einmal eine Runde zu gehen im eigenen Garten. Es ist wirklich, es sind viele, viele Schätze da. Und ihr werdet überrascht sein, wie intensiv das vom Geschmack ist. Also, das war es jetzt einmal von mir. Ah ja, vielleicht darf ich das auch noch kurz erwähnen. Einige dieser Pflanzen haben wir ja bei uns auch im Angebot, im Shop. Vielleicht schaut es einmal rein, vielleicht findet ihr euch was. Vieles oder viele dieser Pflanzen wachsen ja zum Glück, muss man wirklich sagen, noch wild. Oder man kann sie vielleicht dem Nachbarn oder der Nachbarin abbetteln. Ist auch immer gut. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Pfiat euch. Ciao. Haben wir was vergessen?